Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires and Tribes in unserer 22. Folge der Staffel 2. Denn ich habe mich entschlossen, ich werde diese zweite Staffel jetzt immer und immer wieder mal mit neuen Folgen füttern, wenn dann halt ein neuer Content da ist, bis dann halt die Vollversion endlich da ist. So, ich lasse aber gleich mal mein Gesicht verschwinden. Zack, die Bombe. Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen, beziehungsweise ein bisschen was erläutern. Seit meiner letzten Folge sind einige Updates gekommen. Einmal am 6.6. und einmal am 15.6. Mit dem 6.6. Entschuldigung. Wurde an den Modellen, also an allen Modellen, Gebäudemodellen gearbeitet und auch eine neue Mine hinzugefügt. Außerdem wurde das Straßenbauen und Abreißen jetzt wohl erleichtert per Drag-and-Drop-Funktion. Es wurden einige Bugs behoben. Die Baufunktion wurde verbessert. Das Platzieren der Gebäude reagiert nun etwas besser, insbesondere beim automatischen Platzieren an freien Wegstücken. Straßenverbindungstool wurde auch verbessert. Ich muss mal kurz ein bisschen hochscrollen hier auf meinem rechten Bildschirm. Denn am 15.06. wurde dann daran auch nochmal viel gearbeitet. Ich zitiere: In diesem Patch haben wir die Steuerung der Kamera im Baumenü verbessert und einige Bugs gefixt. Die Kamera kann nun zusätzlich durch Halten der mittleren Maustaste und Bewegen der Maus rotiert werden. Ebenso können Gebäude nun durch Halten der rechten Maustaste und Bewegen der Maus rotiert werden. Außerdem wurde die Rotation durch Tasteninput auf Z und X gelegt. Ausgenommen sind hier Spieler, die das QWERTY-Layout nutzen, was auch immer das sein soll. Hier bleibt die Rotation bei Y und X. Alles gut und schön. Es wurde auch wieder viel, viel gefixt hinzu. Es wurde auch viel an der Engine gearbeitet. Es wurden auch viele neue Modelle hinzugefügt, so habe ich mir sagen lassen. Und ich bin ja sehr gespannt drauf, denn ihr Lieben, ihr habt schon erahnt, es startet eine neue Reihe hier. Wir starten also ein neues Spiel. Und wir nehmen aber diesmal eine andere Karte. Ich hatte schon mal, als ich glaube am 6.6. war das oder am 15.6. das Update kam, hatte ich schon mal Test gespielt auf der Almsee. Da gab es aber einen ganz, 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 ganz fiesen Bug mit dem Speicher. Der Speicher konnte nicht richtig gebaut werden, beziehungsweise er hat irgendwie nie eine Straßenverbindung bekommen. Da konnte auch irgendwie keine Straße gebaut werden und alles. Das habe ich sofort dem Chris gemeldet, habe gemeint, hey, hier kommt sofort schnell fixen, ich will weitermachen und so. Hat sich alles ein bisschen hinausgezögert, aber jetzt soll das wohl funktionieren. Das ist mich auch gefixt worden mit dem letzten Update. Und ja, ich hatte auf jeden Fall hier auf Almsee angefangen zu spielen und da hat man leider das Problem, dass der Gegenspieler 2 von 2 vorhandenen Kupfervorkommen hat. Ist eine Herausforderung wert, muss ich gestehen. Aber ich habe mich jetzt dann doch entschieden, dass man vielleicht das Wolfstal nimmt. Problem ist aber, hier hast du schon mal 3 Spieler. Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ich würde sagen, wir starten jetzt doch noch einmal mit der Almsee, damit ihr das auch mal seht. Wir starten aber wieder so früh wie möglich am Tag, damit wir den ersten Tag schon mal viel unternehmen können. Ein kleiner See inmitten der Alpen. Der Zugang zu Kupfer und Eisen wird über die Blüte oder den Untergang der Stadtstaaten entscheidend. Wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich auf der Seite, wo ich starte, der Einzige, der Eisen hat. Dafür der Konkurrent hat aber Kupfer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir starten jetzt einfach mal gemeinsam wieder rein hier. Ihr seht auch, es läuft jetzt hier deutlich flüssiger. Dieser Zoom finde ich auch sehr schön. Wir sind natürlich wieder Robin. Wir sind männlich. Haare. Boah. Oh, was machen wir hier für eine Frisur? Machen wir so. Gibt ja leider immer noch keine für ohne Haare. So. Gesichtszüge, ein bisschen bärtig wie immer. Oh, so ein bisschen wie Micha, ne? So. Wer sich fragt, wer Micha ist. Micha ist einer der Entwickler. Das ist ja in der letzten Staffel herausgekommen, dass sich die Leute selbst als Gimmicks, also die Entwickler haben sich teilweise, nicht alle, aber einige der Mitglieder haben sich selbst als Charaktere mit eingebaut. So, machen wir jetzt hier Spielstart. Ach, ich habe gar nicht mein Wappen bestimmt diesmal, verdammt. Dann machen wir jetzt ohne Kampfkarpfen. Dann ist es so. So, ja, ich lade noch. Hab bitte noch ein bisschen Geduld. Danke, bitteschön. Durch den Bau des Speichers wird nicht nur das Hauptlager erweitert, sondern auch die Anzahl der Karrenfahrern vergrößert. Oh, neue Tipps. Okay. Oh, es rockelt. Aber nur, weil er gerade hier am Erstellen ist. Ich nehme mal kurz einen Schluck Tee. So.
Ah, ist das schön. Ein Neuanfang. Endlich geht's weiter hier mit dem Spiel. Es hat mich schon richtig in den Fingern gejuckt. Ich wollte unbedingt weitermachen, aber ich hatte halt noch keinen neuen Content hier zur Verfügung, den wir jetzt aber haben. So. Guck mal, sieht doch gleich schon ganz anders aus. Das erste, was ich machen werde, wir werden erstmal speichern. Auf LP01. Speichern. Oh, mit Ladebalken sogar beim Speichern. Cool. Zack, Speichern abgeschlossen. Save complete. Sehr schön. So, meine Auslastung, obwohl ich alles so fantastisch habe, ist jetzt deutlich besser als am Anfang. Ich habe hier keine Auslastungsprobleme. Und es sieht jetzt hier auch gleich schon am Rathaus etwas anders aus. Ne? Auch von den Texturen her. Auch die dicken alten Männer, die hier rumlaufen, sind auch ein bisschen anders. Hier haben wir auch wieder einen schönen Zufallsmodus mit der Gestaltung der Leute. Das Erste, was wir jetzt aber machen, bevor ich dann gleich nochmal neu laden werde. Moment, wo war das? War das hier hinter? Genau. Das gucken wir uns jetzt erstmal zuerst an. Was ist das hier? Was könnte das sein? Und ein aller Felsen? Nö. Das ist eine Eisenader. Jetzt sehen wir daran, wenn ich hier so ein bisschen ranspringe, dass das hier so ein bisschen eisenmäßig aussieht. Obwohl ja Eisen in der freien Natur eigentlich rostbraun sein sollte, wenn es an der Oberfläche liegt, ne? Aber ist jetzt wurscht. Ja, genau. Ist halt hier ein komplett neues Ding und darauf setzt man dann die Minen. Und dementsprechend ist dann das Minenmodell auch ein neues. Für diejenigen unter euch, die sich vielleicht beschweren, dass sie halt seit Stunden nach Gold schürfen und kein Gold finden, da hat sich der Entwickler meinen kleinen Scherz erlaubt, es gibt noch kein Gold im Spiel. Zum Glück hat er mir das gesagt, weil ich kenne mich selber, ich hätte mich stundenlang damit beschäftigt. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Karte an. Moment, ich muss mal erstmal nach Norden gucken. So, damit ich auch weiß, was hier wo ist, wenn ich da lang gucke. So, Karte. Leider kann man die immer noch nicht zurückzoomen, das ist ein bisschen schade, dass man so ein Gesamtbild bekommt. Also wir sehen, wir haben hier schon mal deutlichst mehr Platz, als wir das von früher kennen. Hier sind wir gerade gewesen. Hier ist noch kein Tooltip, ne? Leider nicht. Schade. Aber gut. Dann, was haben wir hier oben? Hier müsste Lehm sein. Ich will euch nur mal so ein bisschen die Karte zeigen, bevor ich hier gleich nochmal lade. Das ist Stein, also auch ziemlich weit am Schuss weg, ne? Und das, was ich hier nicht sehe, ist das, was ich euch schon gesagt habe. Kupfer. Ich habe hier oben kein Kupfer. Dafür, wenn ich jetzt aber hier mal auf die andere Seite gehe. Hier ist eine komische Erde und ein See, okay. Dann gibt es hier einmal Kupfer. Das müsste Kupfer sein. Und wo ist es noch? Wartet mal, ich glaube, wir sehen das besser im Baumenü. Entschuldigt bitte. So. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumscrolle, genau, hier zeige ich mal an, hier ist Eisen. So. Hier ist Stein. Moment, bin ich hier falsch auf der Kamera? Ah, guck mal. Ach, herrlich. Ich drücke direkt die mittlere Maustaste und bewege nur die Maus. Ach, herrlich. Ja, genau, der Tooltip, der mir gerade unten angezeigt wird. Ach, schön. Das ist Stein, ne? Ja, das ist Stein. Okay, okay, okay. Das ist ein Zufall gewesen. Hier oben zeige ich dann mir noch Ziegel an. Also mit WASD funktioniert auch immer noch. Das hier. Was ist das? Zeigt mir kein Symbol. Weil das schon erschlossen ist, oder wie? Das ist auch nochmal Stein. Okay. Und da hinten sehen wir aber schon das, was mich am meisten grault. Ach, warum kann ich denn jetzt hier nicht rüber steuern? So, jetzt so. Ja, weil ich zu weit am Rand der Karte war. So, machen wir mal hier rum. Der Gegenspieler hat hier eine Kupfermine. Er hat hier eine Kupfermine. Und er hat selber auch Eisen. Das ist die Herausforderung hier an dieser Karte. Dass der Gegenspieler alles hat, was er braucht und wir nicht. Wir haben nur Stein. Und Ziegel, Stein und Eisen. Kupfer müssen wir uns selbst erhandeln. Es ist natürlich die Frage, wir gehen mal hier in die... aus dem Baumodus raus, so. Dann gehen wir mal hier in die Übersicht, sobald ich wieder Tab gedrückt habe. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ah, diese neue Übersicht hier aus dem Infovideo, was ich euch schon gezeigt habe. Herrlich. So, Diplomatie. Er ist verbrüdert mit uns, das ist in Ordnung. Das ist wieder der Anton Lindenfels. Da ist natürlich dann die Frage, kann ich bei ihm irgendwas einkaufen gehen? Weil dann könnte ich mir vielleicht bei ihm das Kupfer kaufen. Müssen wir mal gucken. Wenn es dann soweit ist. Was ich jetzt aber machen werde, weil wir haben viel Zeit verplempert gerade. Ich werde jetzt mal schnell LP01 neu laden. Direkt hier am Start. Als wir neu gejoint sind. Einfach auch nur, um zu zeigen, dass die Ladebugs behoben sind. Natürlich auch. Da muss ich jetzt aber nebenbei mal gucken, habe ich eigentlich einen Timer gestartet?
habe ich. Gut. Gesicht ist auch weg. Ja, das Gesicht ist auch weg. Gut. So, dann gab es mal kurz einen kleinen Aussetzer vom Bildschirm bei euch. So, wir sind wieder hier, wo wir angefangen haben. Und hier werden wir jetzt auch, wenn wir nach Norden gucken, das Baumenü öffnen und anfangen zu klöppeln hier. Anfangen zu bauen, ne? Ich versuche so weit wie möglich zurück zu zoomen. Ich werde mal versuchen, diesen hinteren Bereich hier so frei wie möglich zu halten für die Eisenproduktion. Muss immer bloß aufpassen, dass ich nicht zu doll hier auf WASD drücke. Manchmal spinnt bei mir die A-Taste. Das ist aber bei mir auf die Tastatur gelegt, dass die spinnt. Das war jetzt ein bisschen viel des Guten. Mensch, jetzt hier Ausrichtung nach Norden. So. Kamerawinkel möchte ich jetzt anpassen oder nicht? Nee. Okay. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Hallo? Spiel? Ich schließe nochmal und öffne wieder. Entschuldigt bitte für das Umständliche. Es ist noch nicht ausgereift, noch nicht perfekt, aber es ist halt eine neue Handhabung, die es auch bequemer macht, finde ich, mit dieser mittleren Maustaste. So, das Erste, was wir brauchen, ist wieder am Marktplatz. Hier können wir gleich mal gucken, wenn ich jetzt rechte Maustaste hier drückt halte. Hier, Hallöchen, wir können rotieren und drehen, wie wir möchten. Und das auch sehr flüssig, gefällt mir sehr gut. Problem ist jetzt natürlich, der Marktplatz selber bestimmt ja dann auch so ein bisschen den Wohnbereich, außer ich baue mehrere davon. So, na, kriege ich es gerade hin, einigermaßen. Können es ja auch ein bisschen tricksen. Warte mal. So ist einigermaßen gerade. Ich würde schon versuchen, nein. Er ist aber auch hypersensibel hier. Das switcht wieder immer rüber vom Feinsten. Oh, nicht so schnell. So. Jetzt aber hier. Marktplatz. Dann Straßen bauen. Ach so, ja, ist ja ein neues System hier. Entschuldigung. Drag and drop. So, hat er jetzt... Ja, hat er jetzt gezogen. Okay. Wird ja mal ein bisschen nachträglich rein animiert. Ah, nee. Rechtsklick. Abbruch. 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 Rechtsklick-Abbruch ist leider nicht machbar, also müssen wir mit Escape abbrechen. So, ich wollte jetzt hier einfach bloß eine gerade Verbindung rüber haben. Herzlichen Dank. So. Dann bauen wir aber hier noch ein bisschen rüber. Muss nicht so viel auf einmal, Robin, sonst hast du wieder kein Geld. Haut das hier hin, weil der Marktplatz selber... Der ist theoretisch, ist ja eine Straßenanbindung, wenn man sich das hier anguckt. Man kann hier überall durchbauen durch den Marktplatz selber. Theoretisch müsste ich da nicht mal eine Straße bauen. Ich mache es aber aus Prinzip, aus Gewohnheit. So, da haben wir hier schon... Moment, Escape, ich will diesen Modus raus haben. So. Nein, ich sagte, ich will ihn raus haben. Sag mal, spinnst du wohl? Nah wie möglich ran, aber den Weg brauchen wir noch. So. Ah, ist da Punktlandung hier, ist bitte. Haben wir gleich noch ein zweites dazu. Zack. Und dann brauchen wir natürlich noch Holz. Holz werden wir uns mal hier hinten im Industrieviertel so ein bisschen einrichten. Wo ist denn jetzt hier was? So, Moment. So. Hier soll dann Holz rankommen. Damit der Marktkarren auch was zu tun hat. Der Marktkarren von unserem Rathaus. Machen wir ein bisschen weiter weg von der Mine. Weil ich da noch nicht weiß, wie sich das handhaben wird. Und damit wir auch Essen ranbekommen, kommt hier oben noch ein Jägerstand rein. Wenn ich ihn denn hier setzen darf. Moment, ich brauche erstmal gerade bitte. Danke. Ja, guck mal hier. Und außerdem schön außerhalb von diesem Bereich hier, damit wir den schön für einen Wohnbereich nehmen können. Wir brauchen selbstverfreilich auch eine Straßenanbindung. Wenn wir die jetzt hier so legen, kann ich mich die hier einmal komplett rüberziehen. So. Ja, okay, war jetzt ein bisschen schief. Hauptsache hat funktioniert. Gehen wir hier ein bisschen großzügiger um die Ecke. Da laufen schon die ersten Leute los. Und komme ich hier direkt ran? Ah, wunderbar. Ja, noch ein bisschen so. Dass wir hier einigermaßen rechtwinklig rauskommen. Und dann werde ich vorsichtshalber hier noch den legen. Und dann gucken wir jetzt aber hier mal rauf. Ah, er hat da ein bisschen geschmut, ne? Oder? Nee, eigentlich müsste hier eine Verbindung existieren, ne? Mal jetzt hier so ein bisschen drehen.
Was? Aber Vorsicht, aber den. Dann ist ja auf jeden Fall eine Verbindung da. Und hier zwischen den Bäumen. Ja, da ist auf jeden Fall auch eine Verbindung da. Wunderbar. Dann brauchen wir noch eins, bevor wir weitermachen. Wir werden hier hinten noch eine Lehmgrube bauen. Kann ich die jetzt hier so drehen? Das geht leider nicht, schade. Na gut, jetzt ist die Frage, reicht das hier noch? Das hier anzuschließen? Grundsätzlich ja. Du kostest aber wieder Gold, das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt erstmal losklöppeln. So. Mausrad? Nee, Fackel nicht. Eimer nicht. Messer nicht. Hammer, ja. So, Erstmal huschen wir wieder hier rüber. Zum Jägerstand. Können wir gleich gucken, ob ich zu weit am Rand der Karte bin. Aber nee, sieht gut aus. Dann gibt es hier erstmal zwei Leute, die hier arbeiten, damit wir... Obwohl, machen wir drei. Haben wir ein kleines Plus wenigstens. So. Dann noch hier zum Holzstand. Hallöchen. So. Hier auch nochmal drei. So, Lehmgrube und Speicher müssen wir dann nochmal manuell machen, denn wenn mich nicht alles täuscht, kommt der Marktkarren hier. Da gucken wir jetzt aber erstmal zusammen rein. Ich glaube, der wird nicht bis hinten rankommen an die Lehmgrube. Denn wir deaktivieren das jetzt mal kurz, nur um zu gucken, wenn ich das auf Maximum hebe. Dann kommt der nur bis hier. Das heißt, wir könnten hier keinen Lehm bringen lassen. Wenn ich das jetzt hier runtergebe, dann kommt er gerade so ran. Nee, wir lassen das jetzt mal so. Denn wenn ich das hier aktiviere, dann ist er sowieso auf 100%, ne? Ach nee. So ist das gemeint. Ah ja. Okay. Dann habe ich das in der letzten Staffel komplett falsch verstanden. Herrlich. Aber gut, man lernt ja immer dazu, ne? So. Das ist erstmal geregelt. Wir brauchen erstmal ein paar Leute weiter. Während wir darauf warten, dass... paar Ressourcen kommen, die wir dann verkaufen können zur Not. Jetzt schon fast im Überlegen, ob ich ein bisschen Nahrung verkaufe, damit ich einen Speicher klöppeln kann. Was kostet der Speicher nochmal generell? War auch zu wenig Holz für. Hm. Nee, dann klöppeln wir jetzt erstmal wieder Häuser. Können wir uns aber auch gleich schon mal den Markt angucken, denn der hat sich jetzt auch schon etwas verändert. Die Farben sind realistischer geworden, finde ich. Das sieht nicht mehr so comic-mäßig bunt aus. Das ist jetzt schon, wie sich das gehört, ein bisschen wettergegerbt, ne? Moin, Alchik. Ist auch ein bisschen aus wie Micha. Aber nur ein bisschen. Aber gut, wir wollten hier klöppeln. Ab geht das. Gleich schon mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, wie sich das gehört. Ich denke, ich mache die heutige Folge auch ein bisschen länger. Denn dieses Rumgeklöppel, das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt immer jemand sehen möchte oder jeder sehen möchte. Ah, da kommen wieder Steuern rein. Sehr schön. Obwohl ich das immer noch nicht so ganz verstanden habe. Ich habe eigentlich immer gedacht, das kommt immer pro Tag so und so viel Steuern rein. Aber es scheint sich für doch irgendwie pro Ingame-Stunde so zu verhalten. Boah, stell dir mal vor, da steht der Steuereintreiber jede Stunde oder zu jedem vollen Stunde bei dir an der Tür und möchte 2 Groschen. Da denkst du dir auch, sag mal, verfatz dich. So, nochmal einen Schluck trinken hier. Ist ja anstrengend, die Arbeit. Ach, ist das eine... mühselige Arbeit auch schon wieder. Da bist du ja schon richtig verwöhnt vom Ende der letzten Staffel, wo du halt den besseren Hammer hattest. Mindestens 50 Bauarbeiter. Eieieiei. Ja, werde ich das jetzt wieder so handhaben, dass ich jetzt immer bei jedem fertigen Haus 2 in den Jägerstand reinprügel, wenn noch Platz da ist, und einer wird Bauarbeiter. Dann kommen wir jetzt hier erstmal wieder schrittweise schneller voran. Ja, zum Glück habe ich doch keine Nahrung verkauft. Denn die Karrenschieber sind noch nicht so fleißig, wie ich das gerne von ihnen hätte. Oder? Oder? Vielleicht ist noch momentan noch keine Nahrung da. Das kann auch sein, dass die jetzt gerade erstmal dabei sind, sich warm zu jagen. So, was wir uns aber mal angucken können nebenbei. Die neuen Baustellen so ein bisschen. Moment, warte mal. Muss ich mal gucken, sind das schon die kompletten neuen Baustellen? Nee, sind sie noch nicht. Schade. Denn daran wird auch gearbeitet. Das hat sich beim... Oh. Ich denke, der ist behoben. Chris! Mach das weg! Okay, da gucken wir woanders hin. Vielleicht ist er weg, wenn es fertig gebaut ist. Das hat mich der liebe Cookie mir mal gemeldet. Hat er mir mal ein Bild geschickt von. Und das habe ich gleich an den Chris weitergeleitet. Und der wiederum hat es gleich weitergeleitet an seinen Grafiker, den Micha. So, wir sind auch gelevelt. Da ist er, der Micha.
Ach, herrlich. Er sieht wirklich so aus wie er. Das ist so krass. So, wir wollen natürlich schneller bauen. Huch. Ihr habt gesehen, das Interface hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert. Aber ich glaube, das hatte ich in der letzten Infofolge schon preisgegeben. Euch gezeigt. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, neue Baustellenmodelle sollen kommen. Richtig schön mit Baugerüst und so. Ah, ich sehe schon, das ist noch nicht komplett raus. Schade. Was wir aber auch sehen, hier sind neue Texturen mit drin. Neue Steintexturen. Der Boden wird dann hoffentlich gleich noch ein Holzboden, sobald er verlegt ist. Wir verlegen ja gerade noch die Holzdielen. Und was auch noch kommen soll bei größeren Bauprojekten, soweit ich weiß, das außen dran an den Baustellen, also jetzt hier zum Beispiel, da steht dann so ein Sägebock oder hier steht dann irgendwie noch so ein, wie gesagt, irgendwo zum Holzschlagen oder so, dass man dann da dran auch arbeiten kann. Die Hitbox sozusagen von der Baustelle hat sich dann auch etwas erweitert, sodass man nicht manchmal wirklich hier reinkrauchen muss in die letzte Ecke, um dann endlich eine Hitbox zu finden, was wir ja teilweise in der ersten Staffel noch hatten. Am Ende der zweiten Staffel immer noch ein bisschen, stückweise. Oh, mir rauscht die Nahrung langsam doch im Keller. Das ist nicht schön. Wir bauen mal erst das Haus hier fertig und dann laufen wir sowieso zum Jäger. Ich könnte natürlich auch immer über diese Menüübersicht dann die Jäger zuweisen und so. Aber wir hatten ja am Ende der letzten Staffel festgestellt, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man immer noch mal ein bisschen durchläuft durch die Stadt, um zu gucken, ob irgendwo ein Warnsignal ist, was man sonst nicht sieht, ob irgendwas nicht ganz stimmt, ob irgendwo einer festhängt und so weiter und so fort. Und so möchte ich das wieder handhaben. Dann laufen wir lieber ein paar Meter mehr, können aber auch dementsprechend das Spiel genießen. Ah, sieht das herrlich aus. Auch der Lichteinfall hier durchs Baugerüst durch, ja. Das macht nicht jeder Entwickler, liebe Leute. Das macht nicht jeder, dass durch ein Baugerüst, durch ein unfertiges Gebäude, das Licht so fällt. Ich weiß, das ist jetzt Begeisterung auf hohem Niveau, aber ich bin auch begeistert, verdammere ich noch eins. So, Hütte Nummer 1 ist fertig. Wir laufen schnell rüber. Oh, der dicke Alter hat Orientierung. Der weiß, wo er was gebaut hat. Wow, ne? Ah, wunderbar, ihr lauft schon. Das heißt, dass du schon da und dabei hast. Ja, da ist auch gerade Nahrung gewachsen bei mir, wie ich gerade sehe. Wir sind wieder auf 17,9 gestiegen. Was außerdem hinzugefügt wurde, ist auch eine Rennanimation der Wölfe. So, wir gucken hier mal rein. Oh komm, die eine Tonne können wir mitnehmen. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich den einen hier gerade arbeitslos machen. Ja, tut mir leid, kannst du aber dafür Holz mitnehmen. Machst du schon? Ja, wunderbar, danke. So, wir können uns nochmal diesen Klumpen vom Weiten angucken hier im Tageslicht. Oh! 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 Oh oh! Chris! So, nee, das hier wollte ich euch eigentlich zeigen. Daran erkennt man schon von außen, was es eigentlich für Metall sein soll. Ist natürlich dann schwierig zu sagen, wir machen das jetzt hier rostbraun, weil wie willst du denn dann Kupfer machen? Müsstest du ja dann schon angelaufen machen, das Kupfer an diesem Türkis, ne? Wenn da schon so richtig der Beschlag drauf ist. Zack, haben wir wieder ein bisschen Essen drin. Und wir haben jetzt auch Gold und Ressourcen für unseren Speicher. Ist die Frage, wollen wir zuerst noch die Hütte fertig bauen? Eigentlich schon, ne? Ja klar, machen wir zuerst die Hütte fertig. Dann haben wir doch einen Bauarbeiter mehr für den Speicher, der uns dann wiederum Lehm holt. Ja, momentan von der Nahrung her sieht es ja top aus jetzt, von der Produktion vom Verbrauch her. Da werden wir vielleicht nochmal einen jetzt frei werdenden Arbeiter in die Nahrung geben. Und die anderen zwei gehen dann erstmal in die Lehmproduktion. Und dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht offscreen nochmal zwei Häuser dann klöppel. Oder wir machen einfach ein bisschen länger. Achso, machen wir sowieso, habe ich gesagt. Aber vielleicht mache ich dann noch, während wir länger machen, weitere Häuser fertig. So. Achso, genau, das wollte ich ja mal gucken. Ach gut, im fertigen Modell ist das nicht raus. Das eine ist raus, das... Das muss so. Das ist so gewollt. Das soll, das ist die Matrix im Mittelalter. So. Weia. Aber gut, wie gesagt, es sind noch nicht die endgültigen Modelle. Noch nicht die fertigen Modelle. Was ich auch bemängeln möchte, unbedingt nochmal, das sehen wir hier an dem Modell nicht, das sehen wir aber vielleicht gleich an dem Modell. Es gibt nämlich ein Hausmodell der Stufe 1 ist das noch, wo über dem Eingang selber, also über der Tür, eine Fackel an der Wand hängt und die Fackel selber berührt direkt das darüber liegende Dachgeschoss. Ist nicht wirklich realistisch, ne? Hängt die Fackel lieber neben den Türbalken, statt da oben dran am Türsims,
wie man das, glaube ich, nennt, wo dann da drüber so ein kleines Vordach dran ist. Das fackelt dir ab, das Ding. So, jetzt aber schneller hier. Geht auch jetzt schon merklich schneller, wie man merkt, weil wir haben ja jetzt schon 8 Skillpunkte reingegeben und wir haben ja schon ein fleißiges Helferlein, was hier hin und her läuft, immer von A nach B. Ne? So, und in dieser Staffel habe ich mir auch überlegt, weil wir mal versuchen darauf zu achten, dass ich die Leute auch in den richtigen Job reinstecke, wenn es sich so einrichten lässt, damit wir auch wirklich wieder glückliche Menschen hier haben. Frage mich aber gerade auf, hatten wir jetzt keine Ratssitzung am Abend? Die ist doch sonst immer gleich nur am ersten Abend, ne? Ja, haben sie das vielleicht geändert? So, sind wir gleich fertig hier. Dachstuhl wird noch gebaut, ja. Zack, fertig ist er. Okay, hier ist es auch nicht. Zweimal das gleiche Modell. Es ist exakt gleich. Ah, nee, es sind auch leichte Variationen drin, ne? Ja. Finde ich gut. Find ich einfach gut. Kann man ja anders sagen. Ja, nochmal hier rumgelaufen. Ja, dezent. Leichte Variationen drin, ne? Oh, meine Rennreichweite ist schon wieder ein bisschen komisch hier, wa? So, jetzt gehen wir mal hier hoch. So. Denn, genau, ich hab grad nochmal überlegt, gebe ich noch jemanden in die Nahrung rein oder nicht, aber ich glaube, wir können uns das so ersparen, indem wir jetzt erstmal sagen, dass hier ein Speicher gebaut wird. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt wirklich wieder funktioniert mit dem Speicher. Dreh mal die Kamera so rum, bitte, danke. Warte mal, wo ist denn hier der Markt? Das wäre noch was Schönes, wenn er mir das anzeigen würde, während ich ein anderes Gebäude bauen möchte. Der geht bis hier vorne zu der Ecke, okay. Dann ziehe ich die Straße mal ein bisschen weiter. So. Denn hier hinten können wir ja dann auch so ein kleineres Industrieviertel nochmal mit einrichten. Dann haben wir ja auch Steine. Muss ich nur gucken, dass ich den Speicher auch vernünftig setze. Ja, man kann ihn leider immer noch nur dann setzen, wenn schon eine Straße da ist. Komm, wie viel Geld haben wir? Das sollte eigentlich genügen, ne? Wenn ich das schon mal annähernd bis hierhin ziehe. Ja. Sehr praktisch in diesem Baumenü. Man sieht dann noch gleich die Pathfinding-Kästchen und muss nicht immer warten, bis die Straße fertig animiert ist. So, einigermaßen gerade hier dran. Obwohl, warte mal, wir machen das mal so. Zack. Und dann ziehen wir hier nochmal Straße rüber. Ach, herrlich, es funktioniert wieder. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich pflaster jetzt hier alles zu, wenn es geht. Wenn es geht. Ne, geht nicht. Hm? Komm schon. Ah, so, auf Nummer sicher gegangen. Dann haben wir jetzt 4 freie Bauarbeiter. Mit denen klöppeln wir jetzt so zusammen diesen Speicher hier fertig. Klar, ich hätte ihn auch direkt daneben setzen können, neben die Nebengrube. Aber wie gesagt, ich will ja versuchen, mit diesem einen Speicher dann, den wir später ja auch theoretisch aufwerten können. Echt jetzt, Leute? Ich wollte gerade anfangen hier. Ach, Mann. Ach, komm ja schon. Und diesen einen Speicher an sich kann man ja dann Stein und Lehm gleichzeitig versorgen. Und dann kann man ja gucken, vielleicht wollen wir uns auch hier drüben einfach das Fort bauen. Oder die Festung. Moin. Oh, man kann nicht mehr durch euch durchlaufen. Gut zu wissen. Da fällt mir gerade ein, sag mal, waren hier nicht irgendwo noch Wölfe am See? Muss mal eben gucken. Letztes Mal hatte ich hier vorne am See welche. Als ich hier mal die Aufnahmen starten wollte. Nö, so muss die Rehe. Okay, finde ich gut. Solange die nicht noch aggressiv werden. Aber cool ist ja, man kann direkt zum Nachbar rüber gucken, ne? Und diesmal auch keine FPS-Einbrüche hier. Herrlich. Das Wasser hat jetzt auch eine... Ja, guck mal, das Wasser hat eine richtige Wasseranimation. Ja, fein. Ja, ihr seht, die Leute sind fleißig. Die arbeiten kontinuierlich am Spiel. Das finde ich gut so. So, die Herrschaften, wenn wir dann anfangen dürften, danke. Arthur Schulze. Dem Protokoll vernehmend wird der Rat heute über die Kopfsteuer diskutieren. Laut Protokoll steht nun die Entscheidung zur nachfolgenden Frage Kopfsteuer. Was willst du jetzt? Willst du sie erhöhen oder senken? Unentschieden. Er ist sich nicht sicher. Da bin ich mir jetzt auch mal nicht sicher, so. Wenn nur einer stimmt dafür... Ach, guck mal hier, mit 89,5%. Ah. Er ist auch unentschieden. Nehmt das Ändern der Steuer nicht auf die leichte Schulter, da die Stimmung der Bevölkerung leicht umschlagen kann.
bestärke ihn in der Aussage. Ah, das war in die falsche Richtung. Ja, wir wollen noch ein weiteres Ratsmitglied hören. Staatszwecke sind fast leer. Nein, sind sie nicht. Vom Gegenteil überzeugen. Ach, das war ausgerechnet er. 89,5. Okay. Na, nächste Runde. So. Ändert hier lieber nichts. Da möchte ich ihn bestärken. Oh. Jetzt ist er mehr in die Richtung senken gegangen. Interessant. Und wir haben im Hintergrund gehört, der Speicher ist fertig geworden. Sehr schön. Kommen wir nun zur Abstimmung. Einer stimmt für nichts. Noch einer stimmt für nichts. Einer stimmt dafür, für die Erhöhung. Einer stimmt, okay, dann stimmt mich das noch dagegen, dann ist es ein Unentschieden und dann bleibt sie so hoch, wie sie jetzt ist. Dagegen. Zack. Damit haben wir ein Unentschieden, oder? Genau, alles wie beim Alten. Eure Hoheit, habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Oh, Contenance, mein Freundchen, Contenance, jetzt nämlich meine Hoheit hier. Da muss ich mich ja zusammenreißen. Entscheidung akzeptiert. Eure Hoheit, hohoho. Herrlich. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Genau. Wünsche ich euch auch. Ich gehe da mal weiterarbeiten. Während ihr schlafen geht, ihr faulen Säcke. So, die Fehlleute sind frei geworden. Das ist herrlich. Dann gehen wir doch gleich mal hier beim Jägerstand vorbei. Heben noch mal ein bisschen die Nahrungsproduktion an. Sagt er und rannte in ein Rudel Wölfe? Nein, tat er nicht. Leute, ihr wisst schon, dass ihr Feierabend habt, oder? Ja, halt, Moment. Zwei lassen wir so. Denn wir brauchen natürlich noch Lehm. Jetzt haben wir eine wunderbare Nahrungsproduktion von 2,1, während der Verbrauch bei 1,2 liegt. Damit lässt sich doch erstmal arbeiten. Und apropos arbeiten, wir werden jetzt erstmal Lehm schaufeln gehen. Obwohl, ich könnte mal beim Ausrüstungsmarktstand gleich noch vorbeischauen, wenn ich hier fertig bin. Moment, hier ist Lehm. Gucken, ob ich mir da schon eine Schaufel kaufen kann. So. Jetzt gucken wir aber erst nochmal hier rein, wie das hier mit der Reichweite aussieht. Oh, nur einer hier, nicht zwei. Oder steht ihr ineinander? Nee, diesmal nicht. Oder? Nee. Okay. Oh Gott, wie siehst du denn hier aus? Räum mal auf, Junge. Steht den ersten Tag nur rum. So. Mach mal deaktivieren. Zack. Ah, wunderbar. Reicht für beides vollkommen aus. Perfekt. Bis wohin wird er gehen? Bis über den See hinaus sogar. Das ist ja super. Dann machst du das jetzt so. Zack. So, und wie geht das Lehmschaufeln, ne? Muss ich bloß überlegen? Konnte ich direkt hier drinnen? Ich glaube ja, ne? Ihr verlasst euer Fürstentum, stimmt doch gar nicht. Ich glaube, hier drinnen geht's doch nicht. Ah, doch, hier. Okay. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob ihr das wirklich sehen wollt. Weil ich mache jetzt nichts anderes, als hier die ganze Zeit auf eine Stelle zu hauen. Moment, ich wollte noch was anderes machen. Hey, ich will hier hoch. So, rennen geht nicht, nur laufen. Wir wollten hier nochmal am Marktplatz vorbeischauen, ob wir hier vielleicht per Ausrüstung... Ich glaube, die Dame hier hinten war das. Nee, das war eigentlich immer nur Waffen, ne? Warte, wer war nochmal Ausrüstung von euch? Hä? Du bist Baumaterialhändler? Du willst... Moment, du willst es haben oder nicht haben? Seit der Eröffnung des Steinbruchs und Bronze, ihr Stein so billig wie noch nie. Zuvor. 20 Tonnen Stein kann ich euch für... sagenhafte 5 Pfennig pro, die Tonne anbieten. Ich habe gerade nicht so viel Geld, mein Mäuschen. Tut mir leid, ansonsten wäre das ein gutes Angebot. Gleich schon hier am Anfang so ein Ding zu haben. Ja, warum nicht, ne? Du hast Ausrüstungsgegenstände, oder? Werkzeughändler, genau. Nachdem der Hafen von Westport im letzten Sturm beschädigt wurde, steht der Handel still und die Stadt bleibt auf ihren Töpfereierzeugnissen sitzen. Seid ihr an 10 Tonnen Töpferwaren für 130 Pfennig interessiert? Hier bin ich auch nicht. Ich will eine Schaufel, verdammt! Wisst ihr was? Das machen wir jetzt anders. Baum, komm her hier! Baum, du gehst weg. Da habe ich mir nämlich ein bisschen was abgeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Aber das machen wir jetzt mal. Wir hatten ja schon mal einen Baum gefällt und der ist ewig in 3 Tagen nicht verschwunden. Hatte seinen Grund. Sehen wir dann hoffentlich gleich, wenn der hier irgendwann mal umkippt.
Natürlich blöd, dass ich jetzt hier bloß den Hammer habe, der dafür eigentlich nicht geeignet ist. Aber sollte mir trotzdem Erfahrungspunkte bringen. Und im Übrigen, ich habe nochmal nachgeguckt, Ratssitzung bringt mir keine Erfahrungspunkte. Egal ob Erfolg oder nicht Erfolg. Ist ein bisschen schade, hätte ich mir anders gewünscht, aber gut. Ist dann halt so, ne? So, der Baum kippt. Der Stumpen bleibt erstmal stehen, obwohl ich nicht weiß, ob ich den wegmachen kann. So, dann stellen wir uns jetzt hier auf den Baumstamm drauf. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Dann schlagen wir nochmal auf den Baumstamm. So, Moment. Dauert ein kleines bisschen. Kleines bisschen. Wir haben es gleich. Na, lass mal schon. Wo ich nur staune, ist, dass meine Ausdauer dabei nicht runtergeht. Während der Arbeit. Hätte ich gedacht. Sollte vielleicht noch implementiert werden. Zack, wir haben jetzt einen Baumstamm gesammelt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr ins Licht, wa? Habt ihr eine Beleuchtung da hinten? Ja, aber hier sehen wir schon mal mehr. So, dann gehen wir mal in unser Inventar. Dann sehen wir hier den Baumstamm. Den wählen wir aus. Schmeißen ihn weg. Jetzt liegt der da. Und ihr seht, er hat eine Hitbox. Wir machen mal weiter. Da. Dauert auch wieder einen kleinen Moment. Hier gibt es leider noch nicht irgendwie so einen Lebenspunktebalken oder so. Das wäre vielleicht noch eine Anregung, dass man sieht, wie weit man dann ist mit diesem Fortschritt. So ähnlich wie beim Bau. Und was haben wir hier jetzt? Ein Holzbalken haben wir hier jetzt. Wir gehen hier nochmal drauf. Dieser Holzbalken, den schmeißen wir auch nochmal hin. Hauen da auch nochmal drauf. Obwohl der Balken eher wie ein Brett aussieht, wa? Aber egal. So. Und da öffnet sich jetzt ein wunderbares, schönes Menü, wo wir uns einen Holzknüppel, eine Holzlanze, einen Holzspeer, ein Messer, einen Abbruch, eine einfache Sichel, einen Grabstock, eine Spitzhacke, eine Axt und einen Hammer fertigen können. Ich mache mir jetzt einen Grabstock, denn den brauche ich gleich. Den. Moment, da ist er. Ich gehe jetzt Lehm schaufeln. Die ganze Nacht über. Ich denke mal, das werdet ihr nicht sehen wollen, außer vielleicht so beim ersten Mal. Es dauert auch ein kleines bisschen, bis man Lehm bekommt. Das Schöne ist aber. Warte mal, das geht auch hier, ne? Genau. Das Schöne ist aber, mit der Schaufel ist das schon etwas erfolgsversprechender. Ah, guck mal hier. Hier ist mir gerade die Ausdauer runtergegangen. Ach nee, doch nicht. Das war, weil ich gerannt bin. Okay. Ich versuche das jetzt einfach mal hier an diesen Klumpen, die hier draußen rumliegen. Weil die verschwinden ja dann vielleicht doch irgendwann. Bevor sie mir den Bauplatz wegnehmen, ne? Aber mir fällt ein, ich habe euch das, glaube ich, doch schon mal gezeigt. Da habe ich ja noch probiert, mit Metall und Kupfer das Gleiche zu machen. Wobei, ja klar, da haben wir dann festgestellt, das geht nur in der Werkstatt jeweils. Stimmt. Na, kriegst du den? Ich glaube nicht. Doch, jetzt ein Leben bekommen. Yippie-yay. Brauchen wir ja bloß noch ein paar. Aber wir sind aufgelevelt und diesmal werde ich mich nicht immer so fokussieren hier. Ich werde mich jetzt so mal so ein bisschen verstreuen hier mit den Skills. Und indem ich jetzt sage, Abbau von Ressourcen wollen wir mal ein bisschen annehmen. Damit wir vielleicht immer wieder mal so ein bisschen was bekommen. Denn es geht auch dann bei Lehmstein, Kupfer und Eisenerz so. Und da werden wir am Anfang vielleicht immer mal so ein bisschen mithelfen müssen, ne? So, hier können wir auch sozusagen aus dem Lehm wieder Ziegelsteine herstellen. Das werden wir auch machen müssen. Oder? Kann ich das direkt so einladen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich eine deutliche Überlänge. Ich muss es ja heute noch rendern, damit ihr das morgen sehen könnt am 22. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Sonne geht gerade schon schön auf. Der Hirsch kommt. Ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut doch einfach morgen wieder vorbei. Ciao.